Traumhochzeit in London. Prinz William und Kate Middleton geben sich in der Krönungskathedrale Westminster Abbey das Jawort. Vor 1900 geladenen Gästen erklärt der Erzbischof von Canterbury, Rowan Williams, sie zum Mann und Frau. I, William Arthur Philip Louis. Take thee, Catherine Elizabeth. Take thee, Catherine Elizabeth. To my wedded wife. To my wedded wife. Die Braut bekommt einen Ehering aus walisischem Gold, das Königin Elisabeth II. Ihrem Enkel kurz nach dessen Verlobung im November dafür geschenkt hatte. Die Nummer 2 der britischen Thronfolge trägt fortan den Titel Duke of Cambridge, Earl of Strathern und Baron Carrickfergus. Aus Kate Middleton ist mit der Eheschließung ihre königliche Hoheit die Herzogin von Cambridge geworden. Eine Prinzessin ist sie offiziell nicht, weil sie nicht als Prinzessin geboren ist. Die Braut trägt ein elfenbeinfarbenes Kleid von Sarah Burton, der Chefdesignerin des britischen Modehauses Alexander McQueen. Zum Traualtar führt sie ihr Vater Michael Middleton, ihre Schwester und Trauzeugin Pippa trägt die lange Schleppe. William kommt in Begleitung seines Bruders Harry in die Kirche, in einer roten Uniform der britischen Armee. Während Kate sich am Vorabend auf ihren großen Tag in einem Londoner Hotel einstimmt, nimmt ihr zukünftiger William zusammen mit seinem Bruder Harry ein Bad in der Menge. Nervosität ist ihm da noch nicht anzumerken. Die ganze Nacht harren zehntausende Menschen in den Straßen Londons aus, um das Ereignis möglichst hautnah mitzuerleben. Es ist die wichtigste Trauung im britischen Königshaus seit der Hochzeit von Williams Eltern Diana und Charles 1981. Weltweit dürften rund 2 Milliarden Menschen das Ereignis im Fernsehen verfolgen. For richer, for poorer. For richer, for poorer. In sickness and in health. In sickness and in health.